Graf Ludo 2014, verliehen durch die Leipziger Messe GmbH, Modell Hobby Spiel. Die Spieleoffensive.de präsentiert die Nominierten in der Kategorie Beste Kinderspielgrafik. Feuerdrachen von Haber. Ungeduldig kreisen die Drachenreiter um den Vulkan Rubino. Der steht kurz vor seinem Ausbruch und einer Legende zufolge sprudeln wertvolle Rubine aus ihm heraus. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Drachenreiter und versuchen so viele Rubine wie möglich einzusammeln. Der Autor ist Carlo Emanuele Lanzavecchia, die Grafik stammt von Franz Vohwinkel. Jetzt fahren wir über den See, von drei Hasen in der Abendsonne. Auf einem Baum ein Kuckuck, simsalabim-bamba-saladu-saladim. Und viele weitere Kinderlieder gilt es im Spiel der passenden Bildkarte zuzuordnen. Neben einem halbwegs guten Sänger sind dabei ein gutes Gedächtnis und Schnelligkeit gefragt. Im Mittelpunkt steht aber vor allem die Freude am Singen und Spielen. Der Autor ist Alex Randolph und die Grafik stammt von Johann Rüttinger, die Illustrationen von Gianluigi Pescoldero. Gruselrunde zur Geisterstunde von Ravensburger. Schlag Mitternacht haben sich unheimliche Geschöpfe in der Villa Schauerstein verabredet. Doch Hexe, Mumie und die anderen Gruselgestalten halten sich vor den Augen der Spieler verborgen. Nur durch ein gutes Merkvermögen ist es den Spielern möglich, die richtigen Geschöpfe hervorzulocken und Gruselchips zu gewinnen. Der Autor ist Kai Haferkamp, die Grafik stammt von Graham Howells.